Hallo, mein Name ist Martina Schettina, ich bin Künstlerin. Ich verwende mathematische Ideen, die ich in meine Bilder hineinmale, die ich in meinen Bildern verarbeite. Und einige von diesen mathematischen Bildern möchte ich heute herzeigen. Begleiten Sie mich auf einen Rundgang durch eine Mini-Ausstellung bei mir daheim in meinem Atelier. Danke. Das ist mein Arbeitsplatz, die Staffelei. Was für die Katzen. Ein paar Porträts, die ich vor kurzem gemalt habe. Ausblick in den Garten. Ein Schreibtisch. Der Begriff der befreundeten Zahlen ist in der Mathematik geläufig. Diese beiden Zahlen haben jeweils die Eigenschaft, die Summe der echten Teiler der anderen Zahl zu sein. Hier auf der Leinwand müssen Sie aber auch ein bisschen Abstand halten. Oben sind gesellige Zahlen, die aber in Corona-Zeiten auch Abstand halten müssen. Darunter sind die narzisstischen Zahlen, die genügen sich selbst und haben daher keine Abstandsprobleme. Dieses Bild widmet sich dem Damenproblem. Hier haben wir das Bild Mirb. Das Mirb-Zahlen sind Primzahlen, die man in beide Richtungen lesen kann und wieder eine Primzahl daraus wird, so wie etwa 13 und 31. Das Bild Hilberts Hotel über die Unendlichkeit ist 2011 entstanden, passt aber sehr gut zu dem jetzigen Thema der Problematik, was macht ein Hotelier, der viele Gäste unterbringen möchte in Zeiten der Abstandsbeschränkungen. Dieses Bild hier widmet sich den Vampirzahlen. Das habe ich gemalt, weil die Fledermäuse jetzt so in Verruf geraten sind. Dieses Bild hier stellt die Münchhausen-Zahlen dar. Die ziehen sich selber aus dem Sumpf an sich selber hoch. Lang-Enzersdorf mit dem Biesenberg grenzt direkt an Wien. Wir haben hier auch die Donau. Und im Hintergrund die Skyline von Wien gegenüber Kahlenberg-Leopoldsberg. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit hier aus dem Studio Martina Schettina und ihren mathematischen Bildern.